Wir kämpfen gegen die Langeweile in der Länderspielpause mit der Google Pixel Frauen Bundesliga. Vierter Spieler steht an und wir wollen natürlich wie jede Woche die 1000 knacken, die beste Elf aufstellen und vor allem keine aufstellen, die vielleicht gar nicht rausspielen, die rausrotieren. Das wird heute Thema sein, Rotation. Vierter Spieltag, Google Pixel Frauen Bundesliga. Schön, dass ihr mit dabei seid, das ist All Eisen Championship. Liebe Manager und Managerin, wie läuft's denn bis jetzt? Wie kommt ihr zurecht in der Google Pixel Frauen Bundesliga? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Probleme. Das seht ihr hier erst einmal von den ersten drei Spieltagen, die 1000 knacken können. Und ich gehe mit dieser 11 rein. Das ist im Grunde genommen alles das, was ich euch vermitteln kann. Viel vom Gefühl, von den Zahlen bisher. Wir haben bis jetzt gepunktet. Gegen wen geht's am Wochenende? Wie ich mich halt so auf den Spieler der Google Pixel Frauen Bundesliga vorbereite, ohne irgendwie viel Spiele zuletzt gesehen zu haben. Wir haben aber bei Kickbase seit neuestem Verstärkung. Und aufmerksame Instagram-User werden es vielleicht schon in den Reels gesehen haben in den letzten Tagen. Eileen ist an Bord und hat jede Menge Expertise über diese Liga mitgebracht. Und deswegen habt ihr jetzt auch genug von mir. Jetzt kommt Eileen, die erstmal meine Elf später noch auseinandernehmen wird und euch natürlich auch in den Kommentaren weiterhelfen wird, wenn ihr Fragen zu Google Pixel Frauen Bundesliga habt. Und für die, die sogar ihre Elf mal zeigen wollen in den Kommentaren, kommentiert gerne. Eileen hilft euch weiter. So, Eileen, jetzt hilf mir mal bitte weiter. Danke, Janni, für die Einleitung. Genau, ich bin Eileen und ab sofort Teil des Kickbase-Teams und unterstütze Bench und Janni in der Content-Produktion. Aber ich habe meinen Hauptfokus dabei auf die Google Pixel Frauen Bundesliga. Schauen wir doch gleich mal rein, was der vierte Spieltag so zu bieten hat. Dieses Wochenende ist sogar ein ganz besonderer Spieltag in der Google Pixel Frauen Bundesliga, denn gleich 5 Partien werden im großen Stadion der Männermannschaften ausgetragen, dank sei der Länderspielpause. Los geht es am Freitagabend in Nürnberg. Dort empfangen die Clubfrauen im Max-Morlock-Stadion die TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimerinnen sind vor allen Dingen offensiv im Moment stark drauf und konnten in den ersten 3 Spielen bereits 13 Tore erzielen. Auch in dieser Partie sind sie haushoher Favorit und gerade für die Championship sollte man ein Auge auf die Hoffenheimerinnen werfen. Am Samstag geht's weiter mit SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Die Werder Frauen empfangen die Kölnerinnen im Weserstadion und auch wir werden am Start sein. Für die Frauen des FC Bayern kommt es zu einer weiteren Premiere, denn zum ersten Mal tragen sie ein Bundesligaspiel in der Allianz Arena aus. Die ein oder andere Champions League Partie haben sie in der Allianz Arena ja schon ausgetragen. Aber jetzt kommt es auch zur Bundesliga Premiere und das gegen Eintracht Frankfurt. Könnte ein richtig enges Duell werden, ich bin auf jeden Fall gespannt. Sonntag empfängt Aufsteiger RB Leipzig die Wolfsburgerin. Auch diese Partie wird im großen Stadion ausgetragen. Wolfsburg könnte für die Leipziger Frauen zwar ein hartes Brett werden, allerdings könnte es auch bei den Wolfsburgerinnen einiges an Rotation in der Startelf geben, aufgrund ihrer Champions League Qualifikationsspiele unter der Woche. Aber da schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Sonntagabend empfangen dann noch die Frauen von Bayer Leverkusen den SC Freiburg. Auch das könnte eine ziemlich enge Kiste werden. Ein Ruhrpott-Derby rundet den vierten Spieltag ab und in der Schau-ins-Land-Arena empfangen die Duisburgerinnen die SGS Essen. Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf Jannis Startelf. Im Tor geht Janni mit der Bremerin Livia Peng. Eigentlich keine schlechte Wahl, allerdings stand sie am letzten Spieltag auch für mich überraschend nicht in der Startelf. Deswegen wäre ich da dieses Wochenende eher vorsichtig. Die Abwehrreihe stellt er zusammen aus Magdalena Eriksen vom FC Bayern. Auf jeden Fall eine solide Wahl. Da kann man sich eigentlich auf die Punkte verlassen. Und gerade gegen Eintracht Frankfurt, wo man auch etwas Offensive erwarten könnte, könnte sie sich mit einigen Klärungsaktionen ordentlich Punkte einheimsen. In der Mitte haben wir Janu Lewels vom Bayer Leverkusen. Solide Wahl kann man auf jeden Fall machen. Und dann noch Michelle Ulbrich. Die ist auch bei mir hoch im Kurs, hat zwar am letzten Wochenende nicht so viele Punkte gebracht, aber an sich vertraue ich ihr da, dass sie dieses Wochenende wieder einen grünen Balken für uns holt. Im Mittelfeld geht es weiter mit Mara Alba. Sehr gute Wahl, da würde ich dieses Wochenende auch auf jeden Fall drauf setzen. Gerade gegen Nürnberg könnte man hoffen, dass Davi das ein oder andere Tor für sie bei rumspringt, denn in den ersten 3 Spielen hat sie jedes Mal getroffen. Also da auf jeden Fall Daumen hoch für Janni. Oh, und dann kommen wir zu Stanway. Stanway ist tatsächlich an diesem Wochenende eine heikle Personalie. Eigentlich ist sie für mich auch immer ein safer Pick für meine Championship am Wochenende, aber wenn wir mal in die Punkte schauen, in der letzten Saison hat sie immer einen grünen Balken eingefahren, außer gegen Frankfurt. Hier einmal gegen Wolfsburg, gut, war auch eine Niederlage, kann man mal verkraften.
Und jetzt kommt's, auch am ersten Spieltag gegen Frankfurt. Das heißt, 2 aus 3 orangen Balken sind gegen Frankfurt. Deswegen würde ich dieses Wochenende mal ausnahmsweise nicht auf sie setzen. Und dann kommen wir schon zur nächsten heiklen Personale, Lena Oberdorf. Generell bin ich bei den Wolfsburgerinnen an diesem Wochenende sehr vorsichtig. Unter der Woche gab es nur ein 3:3 gegen Paris FC in der Champions League Qualifikation. Und gleich am kommenden Mittwoch müssen sie zum Rückspiel ran. Da kann es gut sein, dass jetzt am Wochenende in der Bundesliga ordentlich in der Startelf rotiert wird bei den Wolfsburgerinnen. Eigentlich macht man mit Lena Oberdorf nichts falsch, aber an diesem Wochenende wäre ich da wirklich vorsichtig, ob sie überhaupt spielt und wie viele Minuten. Danach kommt Nina Lührsen. Am ersten Spieltag ordentlich abgerissen, aber danach ließen die Punkte stark nach. Der Pick ist mir auch zu heikel. Gegen Köln kann man auch nicht unbedingt erwarten, dass da jetzt mega viele Punkte dabei rausspringen. Ich würde Werder Bremen und Köln vom Niveau her schon ziemlich gleich einschätzen. Also es könnten enge Partie werden. Man kann jetzt nicht damit rechnen, dass bei Bremen super viele Punkte in der Offensive bei rausspringen. Also wäre ich eher vorsichtig. Und dann haben wir noch Paulina Krumbiegel von Hoffenheim. Wie gesagt, Hoffenheimerin kann man dieses Wochenende ganz gut mitnehmen. Und Krumbiegel hat sich vom ersten bis zum dritten Spieltag deutlich gesteigert. Sie wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber an sich kann man, wie gesagt, mit Hoffenheimerin dieses Wochenende nicht so viel falsch machen. Und in der Spitze, genauso wie bei Oberdorf, sehr gewagt, weil ich bin mir eben nicht sicher, wer bei den Wolfsburgerinnen wirklich starten wird oder überhaupt Minuten bekommt. Es kann gut sein, dass eine Pop und auch eine Pajor da eher für das Champions-League-Spiel am Mittwoch geschont werden. So viel zu Jannis Startelf. An sich ganz solide, aber mit Verbesserungspotenzial. Vielleicht klappt es ja nächstes Mal besser, Janni. So, aber jetzt ans Eingemachte. Kommen wir zu meiner Startelf in der Championship am 4. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Und im Tor starte ich mit Marla Groß vom FC Bayern. Hat bis jetzt schon ganz gut Punkte geholt und auch gegen Frankfurt hoffe ich, dass sie die ein oder andere Parade auspackt. Hinten links stelle ich Katharina Naschenmeng, auch vom FC Bayern, auf. Auch Naschenmeng hat schon richtig ordentlich Punkte gesammelt und ich hoffe, dass gleich gegen Frankfurt auch nochmal eine Vorlage oder sogar ein Tor von ihr drin ist. Dann kommen wir auch schon zu meiner dritten Bayern-Spielerin, Magdalena Eriksson. Hat bis jetzt insgesamt 2 Spiele in der Bundesliga gemacht und einen Punktedurchschnitt von 145 Punkten. Also, ich glaube, auch da kann man nicht viel falsch machen. Als letztes setze ich, genauso wie Janni auch, auf die Bremerin Michelle Ulbrich. Hat bis auf bei der Niederlage gegen den SC Freiburg am vergangenen Spieltag ordentlich Punkte eingebracht. Ich hoffe, dass sie gegen Köln auch wieder zu ihrem grünen Balken zurückfindet. Links außen Mara Alba. Dieses Wochenende echt keine Frage. Spielen gegen Nürnberg, die in der Defensive noch ein paar Defizite haben, hat bisher jedes Spiel getroffen. Warum nicht auch gegen Nürnberg? Weiter geht's bei mir mit 2 Leverkusenerinnen. Zum einen Elisa Senz. Und zum anderen Carolina Williams-Dottier. Ich erhoffe mir, dass das Spiel zwischen Leverkusen und Freiburg viel im Mittelfeld ausgetragen wird und da deswegen hoffentlich einige Punkte mit den beiden für mich rumkommen. Weiter geht's nämlich auch direkt mit einer Freiburgerin, Janina Minge. Im Moment bringt sie einfach Punkte am laufenden Band. Auch mit ihr, denke ich, kann man gar nichts falsch machen im Moment. Und dann packe ich mir schon die nächste Hoffenheimerin ein, und zwar Mimeti. Hat auch im letzten Spiel getroffen und ich hoffe, dass sie auch gegen Nürnberg ihren Torhunger nicht verloren hat. Kommen wir zur Spitze. Und wie gesagt, normalerweise würde ich da auch eine Pop oder Pajor reinstellen, aber dieses Mal bin ich mir einfach nicht sicher, ob überhaupt einer von den beiden spielt. Deswegen gehe ich mal mit einer Essenerin. Denn die sind zu Gast beim MSV Duisburg und ich hoffe, dass die SGSS doch das eine oder andere Tor erzielen kann und am besten auch noch Meier. Denn die stelle ich dieses Wochenende auf jeden Fall auf. Hat zwar am letzten Wochenende bei der Niederlage gegen die Bayern -7 Punkte geholt. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass gegen Duisburg vor allen Dingen in der Offensive deutlich mehr drin ist und da einige Punkte für mich bei rumkommen. Und als letztes darf natürlich nicht fehlen Nicole Biller von Hoffenheim. Nach der Verletzung von Melissa Kössler ist sie auf jeden Fall gesetzt in der Spitze und hat auch vor ein paar Jahren schon die Torjägerkanone geholt. Und deswegen traue ich ihr immer noch eine Menge vor dem Tor zu. Und ich hoffe, sie wird am Wochenende das ein oder andere Mal einnetzen. Also soweit meine Aufstellung für diesen Spieltag und meine Tipps an euch. Ich hoffe, ihr sahnt ordentlich Punkte dieses Wochenende ab und vielleicht sieht man sich ja sogar im Stadion. Bis dahin.